Das neue Konzept der White Wall Oper hier am Nationaltheater in Mannheim ist es eigentlich, bekannte Operntitel in einem ganz neuen Licht erstrahlen zu lassen. Und die namensgebende Weiße Wand, die wird dabei zum Ausgangsmaterial für großformatige Projektionen, die sich so zwischen Videokunst und Animation bewegen. Und im Fall der Zauberflöte, das ist unsere erste White Wall Oper, werden die sehr poetischen Overhead-Projektionen von Katrin Bethke zum Bühnenbild unserer Inszenierung. Also die Zauberflöte ist ein Wunderwerk. Es ist eigentlich ein Tausendsassa. Sie ist eine Oper, sie ist aber auch ein Schauspiel, sie ist ein Märchen, sie ist ein Mysterium, es ist ein Spektakel, es gibt laute und leise Töne, es ist bewegend und herzzerreißend, aber auch mitreißend zugleich. Und das bietet sich natürlich auf einer Fläche mit ganz unterschiedlichen Farben an zu spielen. Man kann alle möglichen Schattierungen und Nuancen herausarbeiten und so eigentlich erst zum Kern des Stücks kommen. Also meine Projektionen entstehen analog mittels Overhead-Projektionen und das schon seit Jahren. Ich habe einfach nicht aufgehört damit, mit diesen Dinosauriern zu spielen, die so langsam die Bühnen der Welt verlassen wollen, weil der Beamer Einzug erhält. Und deshalb ist dies jetzt für mich auch eine der großen Gelegenheiten, dem Beamer mal Platz zu geben für meine Projektion. Wir haben das nämlich alles vorher aufgezeichnet. Alles, was man sieht, ist aber tatsächlich von Hand und analog und mit tatsächlichen Flüssigkeiten und Mitteln, Öl und Glycerin und Alkohol und alles Mögliche schütte ich zusammen und erzeugt Prozesse auf dem Projektor direkt. Also das visuelle Konzept ist eigentlich ein bisschen so, dass wir diese Welt der Königin der Nacht und die Welt des Sarastro trennen wollten. Und die Welt der Königin der Nacht ist das unkontrollierbare, organische, ein bisschen mystische auch. Violett, blau fließende Farben, sich auflösende Tusche. Und die Welt des Sarastro steht im Gegensatz zu der der Königin der Nacht eher für klare Formen, für klare Ideen, Ideale. Ich habe mich ein bisschen mit den Freimaurern dann natürlich auch beschäftigt, die ja immer auch bei Mozart einem in den Kopf kommen und bei der Zauberflöte auf jeden Fall auch. Ich war in der Jesuitenkirche und habe im Gewölbe der Jesuitenkirche dieses Auge gefunden. Da habe ich gedacht, kommt rein. Aber es sind eben auch diese klaren Formen mit den Strahlen und das Schachbrettmuster, die so eine klare Abgrenzung und eine Ideenwelt der letztendlich auch der Aufklärung symbolisieren. Amen, retten. Albrecht Puhlmann mich fragte, ob ich das machen wollte, eine Zauberflöte in 90 Minuten vor einer weißen Wand. Da war mir relativ schnell klar, dass man ein Konzept entwickeln muss, was wirklich mit diesen Bedingungen umgeht und sie als kreativen Impuls nutzt. Und da kam ich auf die Idee, diese weiße Wand als ein Skizzenbuch zu verstehen und diese tausendfach gespielte Oper, die Zauberflöte, als ein Stück, was es noch gar nicht gibt, sondern was im Laufe des Abends mit Tusche und Bleistift aufs Papier geworfen wird. Um die Lücken zu füllen und wirklich einen spannenden erzählerischen Abend draus zu machen, habe ich dann eine Erzählerin eingeführt, die es im Original natürlich so nicht gibt. Und das ist die Anna Thalbach geworden. Sie denkt sich einen Prinzen aus. Wie könnte dieser Prinz sein? Sie denkt sich eine junge Prinzessin aus und erfindet sie im gleichen Moment. Aber auch da sind immer verschiedene Möglichkeiten denkbar. Und die Vielgestaltigkeit der Zauberflöte, die ihr auch oft vorgeworfen worden ist, die kommt diesem Konzept sehr entgegen. Bei der Musik der Zauberflöte habe ich schnell festgestellt, dass sie eigentlich in überwiegendem Umfang aus Streichersätzen besteht. Und in dem Moment, wo man kein Streichorchester mehr zur Verfügung hat, das eine relativ kammermusikalische Sache werden würde, wenn man es einfach nur reduzieren würde.
Das führte dazu, dass ich dann in Absprache mit dem Haus beschlossen habe, eine ganz neue Instrumentation zu machen, auch Instrumente einzuführen, die es in der originalen Zauberflöte gar nicht gibt, wie zum Beispiel Vibraphon oder Harfe, Harmonium und andere Schlagwerkinstrumente. Das führt jetzt verblüffenderweise dann nicht etwa zu einem völlig anderen Klang, was man ja vermuten könnte, sondern wir kommen mit anderen Mitteln wieder zu einem relativ orchestralen Klangergebnis, was für mich überraschend eigentlich üppig wirkt im Raum. Diese ganze Corona-Zeit stellt ja den Kulturbetrieb auf eine Probe. Es wird eigentlich getestet, was uns wirklich wichtig ist. Und so ist das hier auch. Das Märchen einer Menschheit, die aus dem Zustand der Naivität und des Aberglaubens sich befreien möchte, dass das natürlich gerade in dieser Corona-Zeit eigentlich das Märchen ist, was erzählt werden muss. Weil viele Menschen gar nicht das aushalten, diese Unsicherheit, in die sie geworfen sind durch die wackeligen Prognosen der Wissenschaft, die keine Gewissheit geben. Und das aushalten zu können, dafür braucht es Erzählungen und dafür braucht es auch emotionalen Halt.